die Justizministerien sind ungeheuer vorsichtig mit allen Dingen, die den Eindruck geben könnten, dass sie Weisungen erteilen. Ja? Da ist man ungeheuer delikat damit, das wird geschickt behandelt. Da finden Gespräche dann drüber in einem Rahmen und in einer Tonart statt, in der nichts nach einer Weisung klingt, die aber einen Standpunkt und eine Position, eine politische, ja, so deutlich macht, dass eigentlich klar ist, was zu geschehen hat. Soweit die Regel, hier die Ausnahme. Manchmal stützt die Politik ihre Staatsanwälte, obwohl sie eigentlich andere Interessen hat. Allgemeine Verblüffung, als gegen den früheren Mannesmann-Chef Klaus Esser und seinen Vorgänger Funk ermittelt wird. Die Spitzenmanager sollen mit Hilfe von IG Metall-Chef Klaus Zwickel 210 Millionen Mark abgesahnt haben. Der Gewerkschaftsboss verlangt empört die Ablösung der Ermittler. Sein Anwalt auch. Nur formuliert er das kultivierter. Ich habe immer in allen Strafverfahren die Erwartung an die Staatsanwaltschaft, dass sie auch ihrer gesetzlichen Pflicht nachkommen, objektiv das Belastende und das Entlastende zu ermitteln. In diesem Falle habe ich, ich muss sagen, erstmals in dieser Form Zweifel bekommen, dass ich, wiederhole, erstmals mich gezwungen sehe, die Ablösung von Staatsanwälten zu beantragen. Die Attacke richtet sich gegen die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft. Die ist entschlossen, die Selbstbedienung der Konzernherren öffentlich zu verhandeln. Wirtschaft und Gewerkschaft in der Empörung vereint. Aber die Staatsanwaltschaft bleibt hart. Die beiden Staatsanwälte, die das Verfahren gegen Dr. Esser und andere bearbeiten, seit geraumer Zeit bearbeiten, verfügen über eine hohe fachliche Kompetenz, sind unendlich erfahren in der Bearbeitung von Wirtschaftsstrafsachen, gerade hier in der Schwerpunktabteilung in Düsseldorf. Und sie gehören mit zu den besten Kräften, die dieses Haus hat. Vor diesem Hintergrund habe ich nicht den geringsten Anlass gesehen, die beiden Staatsanwälte von der weiteren Bearbeitung dieses Verfahrens zu entbinden. Weil der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Josef Ackermann, über diesen Fall stürzen könnte, machen Lobbyisten Druck aufs Justizministerium. Doch diesmal spielt die Politik nicht mit. Der Gesetzgeber hat aus guten Gründen dem Beschuldigten in Deutschland die Möglichkeit versagt, sich seine Staatsanwälte selber auszusuchen. Ende der Ausnahme, zurück zur Regel. Die Politik und ihr Zugriff auf das Recht. Brisante Akten aus den 80er Jahren, aktuell bis heute, weil an diesem Fall die Karriere eines Mannheimer Staatsanwalts zerbrochen ist. Es geht um die Giftgasfabrik Rapta in der libyschen Wüste. Der deutsche Anlagenbauer Imhausen hat mit Hilfe der staatseigenen Firma Salzgitter die Todesmanufaktur Made in Germany an den libyschen Diktator Gaddafi geliefert. Bald schon wird klar, diese Affäre macht im Ausland Wirbel. Die Bundesrepublik am Pranger der großen US-Fernsehanstalten. Der damalige Kanzler Kohl versucht, den Skandal herunterzuspielen. Es gibt sicherlich Informationen dieser oder jener Art, bei denen ich aber als Bundeskanzler dann recht habe, natürlich sagen muss, das ist eine interessante, das kann eine interessante Information sein, aber wenn ich sie nicht gerichtsverwertbar in Anspruch nehmen kann, nützt mich letztlich nichts. Staatsanwalt Hans-Heiko Klein ermittelt, überwirft sich mit seinem Vorgesetzten, weil er den Vorgang ernst nimmt. Doch Klein ahnt nicht, was gespielt wird. Politische Interessen ignoriert er. Angesichts der Massenvernichtungswaffen geht es ihm um die Moral. Klein lässt die Firmenzentrale des verantwortlichen Lieferanten mit großem Aufwand durchsuchen, findet die Beweise und sorgt für einen Ortswechsel des noblen Kaufmanns Imhausen Hippenstiel. Untersuchungshaft. Als der Prozess beginnt, haben Gericht, Anwälte und die Ermittler aber schon einen Deal vereinbart. Geständnis gegen Milde. Aber Klein fordert plötzlich mehr, will alle rechtlichen Möglichkeiten für ein hartes Urteil ausschöpfen. Maximalstrafe wegen Subventionsbetrug und Steuerhinterziehung. Doch Klein kann sich nicht durchsetzen. Sein Chef liegt da eher auf der richtigen politischen Linie. Ich bin nicht bereit, über den Umweg der Steuerhinterziehung, hier ist die gerechte und übliche Strafe beantragt worden, über den Umweg der Steuerhinterziehung einen Ausgleich, einen gesetzlich unzulässigen Ausgleich zu suchen, um vielleicht eine Strafe zu erreichen, die man selbst persönlich für angemessen halten würde, für die Lieferung der Giftgasfabrik. Wie viel Steuern muss man denn hinterziehen? Muss das der gesamte Bundeshaushalt sein, also mehrere Milliarden, damit jemand die Höchststrafe fordert?
Es ist immer schwierig, vergleichende Fälle heranzuziehen. Es gibt keine absolute Vergleichbarkeit. Der Konflikt der Staatsanwälte ist nicht zu übersehen. Auch den hohen Herren in der Politik fällt der eifrige Ermittler unangenehm auf. Nach der Verurteilung von Imhausen zu 5 Jahren Haft ist für Klein Schluss. Der leitende Oberstaatsanwalt damals im Interview. Zunächst möchte ich klarstellen, dass der Herr Klein nicht abgelöst worden ist aus diesem Team, das den Imhausen-Komplex bearbeitet. Er ist nach wie vor in diesem Komplex verantwortlich tätig. Klein hält dagegen. Bereits zum Zeitpunkt des Interviews hatte man ihm die Imhausen-Akten abgenommen. Und warum dürfen wir eigentlich nicht mit Herrn Klein selber sprechen, ein Interview mit ihm machen? Es hat jetzt schon so viele Missverständnisse und Missdeutungen gegeben, dass ich es für erforderlich halte, dass der Behördenleiter hier den Medien gegenüber diese Erklärungen abgibt, so wie es auch das Organisationsstatut der Staatsanwaltschaft vorsieht. Aber würden Sie nicht allen Zweifeln im Grunde die Spitze abbrechen, wenn Sie Herrn Klein das Platz geben, dass er hier Rede und Antwort stehen kann und seine Meinung sagen kann? Das möchte ich vermeiden. Das sind hausinterne Angelegenheiten, über die also hier so viele Missverständnisse nach außen gedrungen sind, dass ich also weitere Missverständnisse vermeiden möchte. Klein muss erstmal Verkehrssünder jagen. Der Maulkorb für den Staatsanwalt und die Strafversetzung, beides von der Politik abgesegnet. Und die fällige Beförderung zum Oberstaatsanwalt kann er natürlich vergessen. Bei einer Gedenkfeier sitzt er in der letzten Reihe. Sein alter Vorgesetzter Wechsung ist die Treppe hochgefallen und Behördenchef im Nachbarort geworden. Klein darf jetzt immerhin Rechtsradikale verfolgen. Bei der Enthüllung eines Mahnmals für Opfer des Nationalsozialismus bleibt er aber im Hintergrund. Einer wie er stört immer. Und das Redeverbot gilt bis heute. Dürfen Sie nicht? Nicht autorisiert. Sind nicht autorisiert? Nein. Können Sie mir sagen, warum Sie zum Beispiel in die politische Abteilung versetzt worden sind damals? Lassen wir es. Möchte ich nicht. Haben Sie eine Art Maulkorb von Ihrem Vorgesetzten bekommen? Müssen Sie den fragen. Im Hamburger Polizeipräsidium. Er hat nur zu mir gesagt, und du? Sie haben letztendlich zwei Wahrheitsbegriffe nicht. Der eine Wahrheitsbegriff ist der, der das tatsächliche Geschehen beschreibt, und der zweite Wahrheitsbegriff ist der, der nachher im Prozess festgestellt wird. Und die beiden Dinge können durchaus unterschiedlich sein. Was ist die Wahrheit? Das ist die Frage hier in Woltersdorf, eine halbe Stunde östlich von Berlin. Die Freiwillige Feuerwehr sagt, der Brandeinsatz Nummer 117 erfolgte sachgerecht und effektiv. Wolfgang Konrad sagt, die Feuerwehr hat sein Haus grob fahrlässig zu spät gelöscht. Ihr Motiv? Rache. Denn vor Jahren hatte er hier auf seinem Hof verbotenerweise Sperrmüll verbrannt.